Ja, willkommen zurück bei Barbecue, geil aber günstig. Ja, heute gibt es mal wieder was ganz Leckeres. Und zwar machen wir heute Kartoffelpuffer bzw. Reibekuchen. Ja, dazu benötigen wir diesmal fertigen Reibekuchenteig, weil der genauso lecker ist wie frisch geraspelte Kartoffeln. Pfeffer und Salz, ein Ei, eine Zwiebel, etwas Speck, Öl und dann Zubehör, ein Brettchen, eine Schüssel, ein Messer. Und das war's. Also bleibt gespannt. Ja, wir gehen als erstes her und schneiden die Zwiebel einmal mittig ein. Dann machen wir die kleinen Schnitte quer in die Zwiebel rein. Ja, und dann gehen wir schon her und hacken die Zwiebel sehr fein, weil wir nicht auf Zwiebel rumkauen wollen, sondern nur der Geschmack dran kommen soll. Also los geht's. So, die Zwiebel ist klein geschnitten. Dann gehen wir her, nehmen die Schüssel, schlagen das Ei auf, geben das schon mal in die Schüssel. Dann geben wir die Zwiebeln hinzu, den Speck hinzu, geben die Hälfte des Topfes vom Kartoffelpufferteig hinzu. Die Hälfte nur deswegen, weil dann lässt sich das Ganze besser durchrühren. Ja, dann rühren wir das Ganze durch und dann geben wir von dem Kartoffelpufferteig den Rest hinzu, rühren das durch. Ja, und dann kann es schon losgehen zum Braten. Ja, bei der Menge des Schinkenspecks oder der Schinkenwürfel, ja, seid da frei. Macht erstmal ein bisschen dran, dann kommt ja der Kartoffelpufferteig hinzu. Ihr werdet das Verhältnis dann sehen. Ja, jeder mag es ja anders, mit mehr Speck oder mit weniger Speck. Also das müsst ihr dann für euch entscheiden. Ja, für mich sind jetzt noch zu wenig Schinkenwürfel dran. Heißt also, ich mache mir da noch ein paar Schinkenwürfel dran, wie ihr gut sehen könnt. Ja, ist das ein bisschen dünn besät. Ist ja das, was ich eingangs erwähnt habe, dass ihr da frei sein sollt, um euch das selber zu mischen, wie viel ihr haben möchtet oder nicht. Ja, dann kann es schon rübergehen zum Braten. Ja, da der Teig fertig ist, ich habe mir hier eine normale Suppenkelle genommen. Nehme da ja, eine fast gehäufte Suppenkelle voll mit dem Teig. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein neues Spielzeug und zwar einen Gasbräter. Der ist dafür natürlich optimal für Outdoor-Cooking, also für draußen kochen. Ja, dann habe ich eine lange flache Kelle, wo ich die Reibekuchen oder Reibeplätzchen mit drehen kann. Ich mache jetzt erstmal zwei Stück, um die zu probieren, ob die Würzung genug ist. Ja, wenn ich die probiert habe und es schmeckt mir nicht salzig bzw. es fehlt noch etwas Pfeffer, ja, dann werde ich das Ganze noch etwas nachwürzen und wenn dann der Teig passt, dann werde ich alle anbraten. Zwischenzeitlich habe ich die Reibekuchen schon gedreht, weil diese Seite schon fertig ist. Ich gehe jetzt her, drücke mit der Kelle das Ganze etwas an, dass das Wasser rausgeht. Ja, dann geht es gleich schon noch einmal zum Wenden. So, die sind jetzt gewendet. Ich habe doch noch einen kleinen dritten hinzugemacht. Ja, die Reibekuchen sollten jetzt soweit auch fertig sein, weil die sollen ja nicht ganz knusprig sein. Die sollen halt goldbraun werden. Ja, und somit werden wir mal die ersten gleich probieren. Ja, die Kostprobe passte. Die waren super lecker. Somit habe ich direkt weitergebraten. Aus einem Topf bekommt man circa 12 Stück. Je nachdem, ja, wie groß man die oder wie voll man die Kelle macht. Und dementsprechend werden auch die Reibekuchen größer oder kleiner. Ja, nochmal ganz wichtig, man kann die den Speck auch weglassen. Man kann die auch nur so braten und dazu Apfelmus reichen oder mit Zucker bestreuen oder auch den Speck weglassen und diese kleinen Lachsschnitzel, die es im Glas gibt, mit reintun. Super lecker. Mir schmecken die Reibekuchen oder Reibeplätzchen persönlich am besten, wenn sie kalt sind. Ja, und somit gehen wir dann mal her. Und wollen die auch jetzt probieren, weil die jetzt abgekühlt sind. Also wirklich, eigentlich no comment. Die sind wahnsinnig lecker, wie man sehen kann.
Die schmecken richtig, richtig gut. Also wirklich. Kann's nur empfehlen. Macht es nach. Habt viel Spaß. Bis bald. Euer Dirk vom Barbecue. Geil, aber günstig. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, klickt den Daumen nach oben. Drückt die Glocke, damit ihr immer up to date seid. Ja, und wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, dann abonniert gerne den Kanal. Bis bald.